und herzlich willkommen zu diesem Nikolaus-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe ja angekündigt, dass es ein bisschen später kommen wird, also ich schätze mal so gegen 19-20 Uhr, weil ich es gestern nicht geschafft habe, dieses Video aufzunehmen und ich jetzt das heute spontan aufnehme. Heute habe ich mir gedacht, für Nikolaus brauchen wir mal ein bisschen was Spezielles, also was Besonderes natürlich. Und da habe ich mir mal gedacht, interessiert es euch ja vielleicht, was so meine Top 5 YouTuber sind, die ich persönlich mir angucke, bei denen ich wirklich ein bisschen meine Inspiration hernehme. Und ja, genau, das möchte ich euch heute einmal zeigen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Okay, Platz 5. Der YouTuber, den ich momentan am meisten schaue, ist der Hansus. Er macht ultra geile FIFA-Videos und es macht einfach Spaß, ihn dabei zuzuhören, weil er es nicht so ultimativ schwer erklärt, es dabei auch noch spannend rüberbringt. Und schaut auf jeden Fall, ich verlinke euch die ganzen Videos, die ganzen Kanäle in der Beschreibung. Ist keine Werbung für irgendwen, ich kenne die gar nicht. Also er ist halt schon, was FIFA angeht, ultra genial, finde ich. So Leute, Platz 4 geht an It's Marvin. Ich schaue seine Videos jetzt seit knapp einem Jahr oder zwei und ich muss sagen, er hat ultimativ geile Ideen für Videos, er baut ultimativ geile Autos um, hat dabei auch noch eine gute Meinung zu allem und er ist einfach selbstbewusst und macht einfach sein Ding und das ist einfach das, was ich so gut finde, was man auch machen sollte. Man sollte einfach sein Ding durchziehen und nicht sich von anderen irgendwie beeinflussen lassen. Das finde ich halt einfach gut an ihm. Er ist nicht so der typische YouTuber, der mit den Lamborghinis rumfährt, Mercedes in der Garage stehen hat und so. Das finde ich halt einfach gut an ihm. Und ja, schaut da auch sehr gerne vorbei. Ist wirklich nur zu ihm. Okay Leute, Platz 2 wird jetzt für euch vielleicht ein bisschen unverständlich sein. Platz 3 geht für mich an Paluten. Paluten, ich denke mal, jeder wird ihn kennen. Jeder. Mittlerweile hat er 3 Millionen Abonnenten. Ich denke, jeder von euch wird ihn definitiv kennen. Und bei mir ist es so, immer wenn ich mal so schlechte Laune habe oder so, gucke ich nach einem Video und dann bin ich einfach irgendwie wieder gut drauf. Das ist einfach seine Art, die macht das einfach. Und das ist einfach so genial. Und ja, momentan hat er leider nicht so geile Projekte, wo ich jetzt sagen würde, das interessiert mich so. Deswegen ist er momentan bei mir nur auf Platz 3 gelandet. Aber wie gesagt, ich feiere Paluten trotzdem immer noch mega und er macht mega Stimmung in seinen Videos. Ultra geil. Platz 2 geht für mich an Hey Moritz, denn ich finde, wie er sich seine Community ausgebaut hat, ohne sich dabei großartig zu verändern, finde ich ultra krass. Er hat jetzt mittlerweile 1,33 Millionen Abonnenten. Das innerhalb von einem Jahr oder was hat er gesagt? Mittlerweile diesen 24-Stunden-Livestream gemacht. Ich war, glaube ich, knapp 8 Stunden dabei. Und es hat einfach ultra Bock gemacht. Es wurde keine Sekunde langweilig, selbst als er geschlafen hat, wurde es nicht eine Sekunde langweilig. Und ich muss echt sagen, was er geschafft hat, Respekt, Respekt. So Leute, und jetzt sind wir auch schon wieder bei Platz 1 angekommen. Und der geht für mich eindeutig an Felix von der Laden. Seit ich ihn schaue, ist er irgendwie ein Vorbild für mich geworden. Und er ist einfach er hat so eine Art, die ist halt so irgendwie cool. Die bringt das irgendwie cool rüber. Ich mag einfach seine Videos, wie er seinen Schnittstil. Und der beweist halt auch, was man erreichen kann irgendwie. Das ist halt, naja, auf jeden Fall Felix von der Laden für mich mein Lieblings-YouTuber und definitiv schaue ich jedes Video von ihm. So Leute, und jetzt seid ihr gefragt. Welche sind eure Lieblings-YouTuber? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich ultra interessieren, was eure Lieblings-YouTuber sind. Vielleicht möchtet ihr auch nochmal ein Video sehen, warum ich eigentlich mich dazu entschieden habe, vielleicht hier auf YouTube überhaupt Videos zu machen. Dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video.
Haut rein. Ciao. Ciao.